So, einen weiteren OB-Partner haben wir hier, Bernhard Kern, auch mittlerweile ein guter Freund. Hallo Bernhard, grüß dich. Super, dass du hier in Wien mit dabei bist beim OB-Charity Waldwelt-Projekt. Lieber Bernhard, wie lange bist du schon beim Unternehmerbund? Ich bin seit ganz Beginn, also vom OB, seitdem es gibt dabei. Okay, super. Was sind deine Erfahrungen jetzt in der Kooperation mit den anderen OB-Partnern? Also ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Also auch heute sind wieder einige da, mit denen was ich schon gute Geschäfte gemacht habe und sehr gute Freundschaften geschlossen habe, da man dann dementsprechend gemeinsam was erreicht. Das ist natürlich für einen Menschen wie dich, der sehr innovativ ist und natürlich auch offen ist für neue Sachen, ein leichtes eben zu kooperieren und selber die Initiative zu ergreifen, um mit den anderen Geschäften zu machen. Wie machst du das? Tust du dich da weiterentwickeln im Bereich jetzt Innovationen oder machst du da Schulungen? Wie funktioniert das? Ja, man macht natürlich im Bereich Versicherungen und Finanzen, wo ich ja tätig bin, immer wieder Schulungen. Und es kommen aber wirklich gute Innovationen erst, wenn man mit Bekannten, mit Geschäftspartnern spricht und die Bedürfnisse, was die Kollegen von den verschiedenen anderen Branchen für Bedürfnisse haben, dass man da kommt man zu den Innovationen, dass man da was entwickeln kann und wirklich gute Produkte gemeinsam machen. Das ist richtig, ja. Es ist natürlich das Thema Finanzdienstleistungen ja sehr trocken. Ja. Wie schafft man das, dass man das unter einen Hut bringt? Oder gibt es da kreative Möglichkeiten jetzt auch zu entdecken im Finanzdienstleistungsbereich? Naja, der Finanzdienstleistung bei, ich finde ihn gar nicht so trocken, weil es ist eine Sache, die was zwischen Mensch und Mensch ist. Es geht um Bedürfnisse, es geht um Sachen abzusichern, zu erreichen, die was jeder von uns hat. Ja. Die eine hat mehr oder weniger. Und ich sage mal mit dem Motto, Zwängen zu ist Norm zu, würde ich jetzt als Mühlviertler sagen, kommt jeder zu seinem Ziel. Und so versuche ich gemeinsam mit dem Klienten, dass man das auch erreicht. Dieses Sprichwort, kannst du das übersetzen auch für unsere deutschen Zuseher oder deutschsprachigen? Ja, ich versuche es zumindest einmal. Also zu wenig und zu viel ist das nahe Ziel. Okay, alles klar, gut verständlich. Ja, ja, was sagst du allgemein heute zur Veranstaltung? Wie gefällt es dir hier im Take 5 Club? Ja, jetzt zur fortgeschrittenen Stunde ist schon etwas aufgelockert. Also es war vorher auch schon locker, aber es wird immer lockerer. Es sind wie immer super Gäste da. Also das Take 5 ist ja dafür prädestiniert für super Publikum und ja, schauen wir, was da noch bringt. Ja, lieber Bernhard, also für alle, die mit dir Kontakt aufnehmen möchten, gibt es ja die Möglichkeit über unsere Firmensuchmaschine unter www.lupe.cc. Was gibt man dann ein, dass man dich findet? Naja, am besten Bernhard Kern, Kernberatung, ja, die Kernkompetenz für Finanzen, Versicherung und Finanzierung. Okay, lieber Bernhard, ich wünsche dir alles Gute und noch viel Spaß, viel Erfolg für die Zukunft und viele Jahre gute Zusammenarbeit. Danke, danke sehr. Danke.